Kindergarten zum Stadtpark von Kingsford. Wo wäre der Kindergarten? Wird nicht angezeigt. Schreiben Sie schon oder rein, es gibt keine Auswahl. Kugellager von einem Fahrrad. Oder Dreirad. Ach, die Pension, die ist da hinten, genau. Ganz unverhofft durch die Wand geglitscht. Gesehen, die Schlinge. Das sind ja auch Wachposten, ne? Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie unsere Konsumer hier funktionieren. Am Radius von um mich herum. Okay. Ach genau, das eine ist ein Einzelangriff, will das jetzt. Ah, deswegen ist er noch schneller gestorben. Genau, den anderen Faustkonsumer, der war ja ein Kegelangriff für mehrere Ziele. Aber der jetzige ist nur gegen ein Ziel. Macht einfach auch mehr Schaden. So, hier ist die Pension, wo ganz natürlich Katzenstreu vor der Tür liegt. Da bewahre ich das auch immer auf. Zettel. Zettel möchte nicht, dass wir ihn angucken. Aber die Quest möchte das. Nö. Ach, man kann den Brief nicht lesen. Der Brief stand in der Missionsbeschreibung, oder wie? Ja, genau. Der Abschiedsbrief steht in der Missionsbeschreibung. Ist mir egal. Genau, sie hat ihren Mann, wie so viele andere, an das Meer verloren, als der Nebel aufkam. Die seltsamen Rufe haben ihn ins Meer gelockt. Und jetzt kann sie nicht mehr ohne ihn leben. Dann gehen wir mal nach Journey's End. Man sieht schon. Schönes Wetter sieht anders aus. Dieser mysteriöse Nebel überall. So viel zu, sie kann nicht weiterleben. Anscheinend doch. Was sie uns dann auch gleich hauen muss, ne? Sie hat einen Anhänger. Genau, der Anhänger hat sie anscheinend geschützt von dem Nebel. Aber sie ist halt trotzdem im Nebel gestorben. Das war der Lauf der Dinge. Und es ist gut, dass wir den Anhänger besorgt haben, weil in den Händen unserer Feinde könnte er nur Verwirrung stiften. Aber jetzt ist er in unseren Händen, jetzt kann er trotzdem Verwirrung stiften, aber kontrolliert. Sehr schön. Ja, die Drachen und ihr Chaos. So ein bisschen Wissen auf dem Weg. Wissen ist manchmal ziemlich fies versteckt.
ganzen Weg wieder zurück. Wir sind so langsam. Hier ist das ganze Wissen, was wir jetzt so gesammelt haben. Noch nicht viel. 17 von 710. Kommt noch ein bisschen. Das alles zu lesen, habe ich selbst noch gar nicht geschafft. Falsche Quest im Target, so. Ich wusste doch, das Boot kenne ich irgendwoher. Hier ist der Dieseltreibstoff. Die Schoten kreischen mich an. Die Wachposten waren nicht so aufmerksam. So, jetzt Feuerwehr, die kennen wir ja. Können wir auch gleich zur Kirche vorbei. Irgendwas läuft hier noch. Da habe ich wieder vergessen, die Kaffeemaschine auszumachen oder so. Kühlbeutel. Könnte es denn hier Kühlbeutel geben? Wow. Ich glaube, die haben auch hinten auch. Wir haben eindeutig hinten Augen. Da. Kühlbeutel. Ganz viele so. Was will er denn mit warmen Kühlbeuteln? So ist nur ein. Ich glaube nicht, dass das für viele, ja, so mal auch das Basteln will, reicht. Ach ja, genau, das wollte ich. Armreif. Ja. Wenn wir noch eine Glyphe haben, was haben wir hier denn für eine Glyphe? Beträchtliche die Erhöhung des kritischen Trefferwerts. Kurs 4? Oh. Das ist weit über unseren Level, die Tüfe. Doch, dann packe ich die mal rein. Das ist das Crafting-Menü. Wird gleich in der Quest nochmal erklärt. Aber Equipment, was ein, wie hier, einen leeren Lüfen-Slot hat, kann man einfach Lüfen reinpacken. Zusammen ins Crafting-Fenster und fertig ist. Jetzt erhalten wir jetzt 48 Trefferwert mehr, kritischen Trefferwert, verlieren aber 5 normalen Trefferwert. Und es wird natürlich beim Ausrüsten an uns gebunden. Habe ich jetzt auch eigentlich nur gemacht, weil die Glyphe auf Kurs 4 war. Sonst ist mir Trefferwert ja eigentlich lieber. Nein, man kann doch keinen Loot liegen lassen. Nein. So. Post für die Kirche. Wo hat die Kirche denn ihren Briefkasten? Da.
Raum reinbringen und es einfach persönlich übergeben? Nein. Soll er doch aus der sicheren Kirche rauskommen und zu seinem zombieverseuchten Briefkasten gehen. Ja, Einsatzbericht ist eingetroffen. Nichts Besonderes. Ja, Kaffee, genau. Ah, Orangensaft steht natürlich auch vor der Tür. Wie bei jedem normalen Kaffee. Wo auch sonst, ne? 5 Punkte, können wir schon was anfangen? Oh ja. 9 Konsumer, aber Einzelangriff für Schwert. Das wollen wir nicht. Also, eigentlich schon, aber dieses Deck, was wir spielen, gerade nicht. Wir gucken uns ja alle mal die Decks an. Zumindest versuche ich das. Da hat er sein Kram. Und ich hänge fest. So. Wir freuen uns schon auf das Blut und die Gewalt. Ja. Okay. Töten wir zweimal zum selben Ergebnis, aber jeder Weg dorthin bringt uns wertvolle Informationen über unseren Feind. Wenn er seinen Arm verliert, lässt er ihn dann zurück oder benutzt ihn als Waffe. Das sollte man wissen, ja. Oh, Telefon. So, das war das Telefon. Super. Natürlich immer in der Aufnahme, wann denn sonst? Gut. Noch irgendwas? Nee. Gut. Machen wir die nächste Quest. Lust auf Zerstörung. Meine Lust aufs Leben ist meine größte Schwäche. Auf der Straße habe ich begriffen, was genau das denn eigentlich bedeutet. Und das war mehr, als ich gewollt hatte. Das Leben ist zu wertvoll, um auch nur einen einzigen Sonnenaufgang wegen eines blauen Auges zu verpassen. Trotzdem, das Schlimmste ist Gleichgültigkeit. Ich habe anständigen Leuten schon immer geholfen. Und wenn ich aus Baton Rouge etwas weiß, abgesehen von Klasse Bourbon Chicken, dann, dass ich Zombies abgrundtief hasse. Ja, draußen auf der Straße wartet echte Erleuchtung auf dich. Der einzige Zeuge ist der weite Himmel. Nur in der Einsamkeit erkennst du deinen Charakter. Wenn du alleine draußen bist, siehst du tief in dich hinein. Aber du brauchst deine Seele nicht zu suchen, wenn du keine hast. Und Einsamkeit ist keine Festung gegen lebende Tote. Nein, wir müssen zusammenhalten. Das ist ein Charaktertest der extremen Art. Diese Werkzeuge des Todes sind so weit, dass sie funktionieren müssten. Aber wir brauchen einen Testlauf. Am besten an einer Stelle, wo wir keine Gartenzäune einreißen. Unser kleiner, ja, Obdachloser, wie nennt man das? Reisender, Umherreisender. Natürlich genau in die Zombie-Apokalypse gereist, naja. So. Ein bisschen Testphase hier. Minen platzieren, Zombies auflocken. Achso, nicht 20 Minen platzieren, sondern 20 Zombies auflocken. Ich denke mir gerade. 20 Minen platzieren und 10 nehmen wir mit. Ja, dann. Wo haben wir denn hier Zombies? Wenn man welche braucht, sind keine da. So, Mine platziert. Guckt mal hier, was ich hier für euch habe. Ja, funktioniert. Hier sind doch auch mal welche, genau. Gerade ein Nickerchen gemacht, aber jetzt sind sie wieder topfit. Ja, ich finde, der Teil der Quest zieht sich echt genau hier in der Gebung, wo man das machen soll. Kaum Zombies rum noch. So, hier knallen sie mit den Zombies alle einfach ab. Sechs Stück noch, komm. Ah,
die sind wieder respawned. Ja, die Respawn-Zeit hier ist ziemlich schnell. Okay. Ist der Mine einfach ausgewichen oder was? Na gut, die auch noch. Nicht festhalten. Halt mich einfach fest. Mit Propan gefüllte Flaschen. Jetzt sehen wir mal, was das ganze Kram, was wir da geholt haben, so umgesetzt wird. Die Flaschen Zombies verbrennen, aha. Der offene Feind explodiert und alle ziehen im Kreis von 5 Meter Brandsets. Und dann Feuer frei. Geht so erfolgreich. Unvollständiger Bericht. Oh, Krankenseite. Da war ja was. Gut, zählt aber nicht selbst umhauen. Können wir es ja ein bisschen verschnellern. So, hier soll irgendwo Seite von dem Bericht sein. Von dem kranken Bericht. Ja. Ja. Die nehme ich mal einfach für meine Quest. Okay, ich habe ihn gerettet. Ich bin ein Held. Ich glaube, das wollte er nicht. Egal, wir brauchen jetzt nur 5 Zombies. Und diesen Bericht, wo ist der denn? Seite 7. Das hilft uns jetzt sicher weiter. Büschen ist nichts. Kann denn so ein Krankenbericht liegen? Wo würdet ihr sein, wenn ihr ein Krankenbericht in einer Zombie-Apokalypse wärt? Also ich wäre in einem Ordner abgeheftet. Sicherer kann es für einen Zettel ja nicht sein. Ah, auf der Straße. Ich hab's gedacht, ums Haus herum oder so. Gehen wir auch gleich hier hin. So, hier soll auch irgendwo ein Zettel sein. Das wäre zu einfach, wenn ich oben wäre. Ja, mach ein. Hoffentlich hätte ich noch nicht vor, da reinzugehen. Hokus pokus. Dann hier ist auch noch Questgeber. Aber kein Krankenberichtzettel. Linksbums. Hast du nicht gesehen. Ich muss eben gucken, welche Quest das hier ist. Muss ich mich auch noch darauf vorbereiten. Die Vision. Okay. Jetzt weiß ich noch nicht, wie ich die Untersuchungsmission spielen will. Weil ich habe sie eigentlich alle mit einem Guide gespielt. Zumindest soweit ich kam, alleine gemacht und dann im Guide nachgesehen. Mal sehen.